Boah, Leute, was ein Gegner. Ich möchte mal hier einen Applaus für Sans, bitte. Was ein geiler Typ. Ja, und ich hätte gerne einen Applaus für Chris an der Stelle, weil das war immer noch fucking impressive. Von daher hier, Chapeau, bitteschön. Für uns gegenseitig. Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte gern vom Chat bitte einmal ein Klapper, ein wunderschönes Klapper. Und Da ist der zwar Klepper. so richtig, ja, geil. Richtig geil. Boah, ich ist verlasst, gefällt mir. Nee, aber hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Und Determination bewiesen. Aber richtig derbe. Weil was ich an dir halt so schätze, du tiltest gar nicht, außer wenn halt so eine Teamviewer-Scheiß passiert. Aber selbst dann, du bleibst halt dran und hast den Biss und wirst dann nicht irgendwie so, weiß ich nicht, so pissig halt, sondern denkst dir, nee, ich hab keinen Bock, nee, Ich will ich das auch mach das jetzt schaffen. fertig. Ich will das halt Ja. einfach schaffen dann in dem Moment. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, nee Leute, wir machen morgen weiter. Nö. Bist halt einfach raus. Sehe ich gar Das nicht ist halt ein. fucking appreciated, weil du bleibst da einfach so dran und das zeigt auch, was für eine Geduld und durchaus auch, was für einen starken Charakter du hast. Und das kann ich sehr appreciaten, Dankeschön, muss jetzt werde ich ich mal gleich rot. sagen. Ja, ich reg mich halt, wenn, auf dann darüber, dass ich gerade einen dummen Fehler gemacht habe. Das hat man ja gemerkt vorhin mehr als einmal. Ich muss mir noch was zu trinken nachschütten. Boah. Und ich bleibe dabei, auch wenn mir das manche nicht glauben, das hat bis zum Ende hin ultra Bock gemacht, der Kampf. Richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Auch wenn es knüppelhart war. Aber ich glaube tatsächlich ernsthaft, das ist so das beste Beispiel. Man hat sie gesehen. Ich habe ja eigentlich jetzt in der letzten Stunde die ersten beiden Phasen immer relativ problemlos eigentlich geschafft. Und bin dann halt an der Special Attack dann da verreckt. Das ist halt so ein Boss, den kannst du richtig, und das ist halt das Coole, den kannst du lernen. Den kannst du richtig auswendig lernen, quasi, wann du wie ausweichen musst und so weiter. Das finde ich halt ganz cool, vor allem, weil du da halt, ne, das Gefühl hast, auch Fortschritt zu machen. Ich meine, der hat zwar diese RNG-Attacken, aber die sind halt nicht in der Sicht random, weil du den trotzdem nach einem richtigen Muster ausweichen kannst. Du musst halt nur schnell genug raffen, was passiert. Und das finde ich halt immer sehr cool. Aber gut. Wenn ihr sagt, nur noch 10 bis 15 Minuten, dann mache ich. Ich wollte eigentlich nämlich jetzt Pause machen, aber wenn ihr sagt, das ist gleich vorbei, dann ziehe ich das jetzt auch noch durch. Ja, Kehl, okay, genau, das sage ich mir auch. Jetzt, wo ich weiß. It's as comfortable as it looks. In Rot, ja. Wir wissen noch, was beim Pazifisten-Run stand. Stand nämlich unser Name drauf. Ich spreche einfach nochmal. Ich hatte echt nicht vor, das durchzuziehen heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie, ja, bin ich auf Maximum jetzt? Ja. Real Knife and the Locket. Alter, kommen jetzt noch mehr Bosse. Also nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob ich vorbereitet dafür bin. Wobei, wenn ich Sans besiegen kann. Curious, I've never seen a plant cry before. Oh nein. Huh? You must be the one that Flower just warned me about. Howdy. What kind of monster are you? Sorry, I cannot tell. Well, we can all. Now, now. There is no need to fight. Es lebt doch eh keiner mehr. Why not settle this over a nice cup of tea? Boah, eiskalt, ey. Why you. Ach, Flau, doch schon wieder. See? I never betrayed you. It was all a trick, see? I was waiting to kill him for you. After all, it's me, your best friend. I'm helpful. I can be useful too. I promise I won't get in your way. I can help. I can. Please don't kill me.
Alter, chill, ist okay. Greetings. I am Chris. Thank you. Your power awakened me from death. My human soul. My determination. They were not mine, but yours. At first, I was so confused. Our plan had failed, hadn't it? Why was I brought back to life? You, with your guidance, I realized the purpose of my reincarnation. Power. Together, we eradicated the enemy and became strong. HP, ATK, DEF, Gold, EXP, LV. Every time a number increases, that feeling. That's me, Chris. Now we have reached the absolute. There is nothing left for us here. Let us erase this pointless world and move on to the next. Wenn ich schon böse bin, dann muss ich halt voll, ne? Right, you are a great partner. Oh, die Augen. We'll be together forever, won't we? Glaube, das ist viel Schaden. Oh no, not again. You won't fool me this time. I hope. Das Spiel ist gerade wieder abgestürzt, deswegen übrigens. Also abgestürzt. Danke, Windows. Alles ist kaputt, nichts ist mehr da. Kleiner Fun Fact, nettes Feature nebenbei. Ihr seht das hier gerade nicht. Auf dem Fenster hier oben, da wo mal der Spielname steht und das Icon, da steht gerade jetzt nichts, da steht nichts mehr. Das ist halt das Herz von Undertale und aber nichts daneben. Der Name ist weg. Ich warte einfach ein bisschen. Ich mache mal wieder gar nichts. Guck mal, was passiert. Passiert nichts, vielleicht muss ich es nochmal starten. Oder in die Files gehen und die Save-File löschen, keine Ahnung.
oder habe ich es jetzt echt durch? Oder das ist jetzt echt Ende? So, final. Du hast es, glaube ich, durch, aber es sagt dir jetzt quasi gerade, ja, das heißt, das Spiel kaputt gemacht. Toll. Soll ich warten oder? Ja. Es kann halt eine Weile dauern, so 5 bis 10 Minuten, glaube ich. Gut, Leute, was machen wir denn in der Zeit? Keine Ahnung. Eier schaukeln, Fragen beantworten. Können ein paar Fragen beantworten, Leute. Ja, wie gefällt euch das Stream denn bisher? 7 Stunden sind wir dran. Das war. Mein ganzer Tagesplan ist einfach für den Arsch gewesen. Ich wollte halt 2, 3 Stunden spielen, maximal 3 Stunden. Und dann, ja, mich um andere Sachen kümmern. Jetzt haben wir gleich eins. Dinge, die man vorhat, wenn man mit Undertale angefangen hat. Ha! Aber Guter das ist Witz. gut, weil jetzt kann ich mir endlich, also bald, werde ich mir alles angucken können. Endlich zu dem Spiel, spoilerfrei. Meine Frage, bist du stolz darauf? Ich bin stolz darauf, die Herausforderung geschafft zu haben, tatsächlich, ja. Ich fühle mich immer noch richtig beschissen durch das, was wir getan haben, und war mehrmals da kurz davor, ein Tränchen zu vergießen oder mehrere. Wenn die Kamera nicht angewiesen wäre, wäre es garantiert auch passiert. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten, während wir warten. Wobei ich weiß nicht, ob ich das Spielfenster offen gehalten lassen muss. Wahrscheinlich schon. Also, weiß ich mal. Wobei, nee, das Spiel läuft doch weiter, wenn ich nicht im Fenster bin, wie ich vorhin gemerkt habe. Dank TeamViewer. Kannst du den Hype um das Spiel verstehen? Definiere den Hype. Also ich finde es auf jeden Fall, dass es ein extrem gutes Spiel ist. Definitiv. Muss es natürlich auch erstmal sacken lassen und erstmal wirken lassen und so weiter. Aber ich habe gestern kurz mit Steve gesprochen und Steve hat gesagt, Undertale ist ein sehr schönes Erlebnis. Und das würde ich so unterstreichen. Ist halt, also im Sinne von, es ist als Spiel auch cool. Aber das Erlebnis selbst, also das Erlebnis, das Spiel zu ja, erleben halt, toll, ist ja gleich mit gleichen, ist der eigentliche, das eigentlich richtig Geile dahinter. Ergibt das Sinn? Wisst ihr, was ich meine? Rübe, verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, das Spiel selber auch und das macht. Ich fand da halt die Bossfights alle richtig geil. Das hat super Bock gemacht. Vor allen Dingen hat es Bock gemacht, euch immer zu schocken, weil wenn ich die Sachen so schnell geschafft habe, muss ich ganz ehrlich mal eingestehen jetzt hier an dieser Stelle. Es hat mich gefreut, wenn ich weiß noch, da wäre es noch unser erster Pazifisten-Run, also was heißt erster, unser Pazifisten-Run halt, Undyne-Kampf. Ich habe schon sehr gelernt, ja Leute, wie lange wird der jetzt brauchen? Ja, okay, mal gucken, so 2, 3 Stunden. Und dann so, das fand ich schon schön. So, hab ich euch ein bisschen genatzt. Apropos poliertes Ego, ich sollte übrigens von Dennis ausrichten, dass er auch sehr stolz auf dich ist, obwohl er die Wette jetzt verloren hat zwar, aber er ist trotzdem sehr stolz auf dich. Dankeschön. Grüße Und gehen raus an dich. schick ihn ein Herz und einen Kuss und einen Knutscher. So einen richtig schmatzigen, nassen. Okay, pass auf. Herz. Wo ist das andere? Da. Nasser wird's nicht, deswegen nehme ich ein Regenschirm-Emoji. Also von der Fanbase habe ich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die juckt mich aber auch nicht. Ich kann das Spiel ja. Ich genieße Spiele sowieso generell ohne die Fanbase, so, sag ich Die mal. war früher halt auch wesentlich schlimmer. Es war richtig geil. Also es war echt ein schönes Erlebnis. Ich muss sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wann der so der große Boom kommt. Weil es war durchgehend gut und cool und interessant und lustig und so. Aber also gerade jetzt beim Pazifisten Run, den wir zuerst gemacht haben, ne? Ich habe mich aber doch, also tatsächlich so bis kurz vorm Ende, muss ich sagen, dachte ich mir so, okay, macht Spaß, ist cool. Aber irgendwo, da fehlt noch was. Wo ist der große Bäm, weswegen es so extrem gefeiert wurde. Und dann kam der ganze Akt mit eigentlich alles, was nach Asgore kam, war richtig, richtig, richtig geil. Was wir machen könnten, Spenden vorlesen. Ich habe die ganze Zeit keine Spenden mitbekommen. Es tut mir gerade voll leid, Leute. Wobei, die sind doch gerade eben erst reingekommen, sehe ich gerade. Auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte. Und ich bin super froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Mein Lieblingscharakter. Das ist echt schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sagen. Es will ich irgendwie. Ich glaube jetzt nicht,
Jetzt nicht Sans zu sagen, würde sich irgendwie falsch anfühlen. So viel Zeit, wie ich mit dem Dude verbracht habe. Und auch wie er drauf ist, irgendwie. Haben wahrscheinlich die meisten erwartet, aber wahrscheinlich würde es auf Sans hinauslaufen. Der ist schon am coolsten. Zuerst war es Papyrus, so ganz am Anfang. Aber jetzt so mit dem ganzen Ding noch. Flowey finde ich auch sehr geil. Flowey ist auch ein super cooler Charakter. Also wäre wahrscheinlich ein Rennen zwischen Sans beziehungsweise und ja, Flowey beziehungsweise seiner eigentlichen Identität, ne? Ich muss es erstmal sacken lassen. Die finde ich beide super cool. Wir haben eine 2,50 Spende bekommen von Link the Angel. Eine kleine Aufmunterung für Sui. Oh, ich glaube, das war kurz bevor wir es geschafft haben. Vielen, vielen Dank. Dann noch eine 12,50 Spende von Link the Angel. Du hast Sans geschlagen. Das muss belohnt werden. Kauf dir eine Nice Cream. Ich kaufe mir richtig die Nice Cream davon. Vielen, vielen Dank dafür. Dann noch eine 1-Euro-Spende von Mainbee. Kommt irgendwann Pokémon Mond auf YouTube. Bester Tuber. Fall out of nowhere. Ja, tatsächlich nach Ranger und oder Schwarz 2. Und 2-Euro-Spende von Astralkrieger. 2 Euro für den Jungen, der es heute geschafft hat, Sans zu besiegen. Glückwunsch, Sui. Auch an dich. Vielen, vielen Dank. Danke für eure Spenden, Leute. Und von Ikari soll ich an der Stelle noch ausrichten, dass er sehr stolz auf dein krass heftig gutes Durchkommen ist und er sich darauf freut, dir die Undertale-Sparte des Internets zu zeigen. Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, mal gucken, ne? Ist Marcel eigentlich durchgekommen heute? Mit seinem... Ich weiß ja nicht mal, was er für einen Run gemacht hat. Weißt du, ich glaube, Marcel sitzt immer noch am Pacifist und du hast einfach 2 Runs in der Zeit durchgezogen. Huch. Insert Reaper Shrug passiert halt. Ich habe es gerade versucht nachzumachen. Das Monster Kit ist so random, ganz ehrlich. Irgendwie. Das war irgendwie. Ich hab das zwischenzeitlich schon wieder vergessen. Hast du denn noch sowas wie ein Least Favorite Character? Least Favorite Character? Weiß ich nicht. Jerry. für die Memes einfach Jerry, ja. Oh. Wer kann Jerry überhaupt leiden? Jerry ist scheiße. Interesting. You want to go back? You want to go back to the world you destroyed? It was you who pushed everything to its edge. It was you who led the world to its destruction. But you cannot accept it. You think you are above consequences. Yeah. Exactly. Perhaps. Can reach a compromise. You still have something I want. Give it to me. And I will bring this world back. Okay. Then I disagreed. You will give me your soul. Nicht mehr hier. Then it is done.
Huch. Achso, das ist alles komplett weg. Also bin ich jetzt. Jetzt bin ich ganz fertig quasi, oder? Jetzt ist der Genocide quasi durch und du kannst wieder einen neuen Run anfangen. Okay. Glaub aber nicht, dass das Spiel vergisst. Was? Glaub aber nicht, dass das Spiel vergisst. Oh, du willst, dass ich nochmal kurz ins Spiel reinschnuppe, ja? Ich meine ja nur. Ich mach's mal an. Ich will jetzt nicht nochmal so super weit spielen. Ich will nur mal gucken, ob sich irgendwas ändert. Irgendwie am ersten Dialog oder so. Howdy, I'm Flowey, Flower the Flower. Hm. You're new to the underground, aren't you? You must be so confused, someone out of the bridge. Alles das gleiche. Ich glaube, es dauert sogar, bis die ersten Effekte auftreten. Was ist es denn? Ist es viel? Ist es nur am Anfang was anderes oder wie? Also ich glaube auf jeden Fall, dass Flowey eventuell anders reagiert und halt diese Interaktionen im Haus, die man hatte, so mit Spiegel. Gerade so. Ich glaube gerade mit dem Spiegel sind und halt generell Reflexionen sind, glaube ich, anders. Und das Dramatischste, denke ich, und ich glaube, das wirst du jetzt mal nicht eben hinkriegen, ist das Ende vom True Pacifist. Okay. Da ändert sich ein signifikanter Teil, der einfach fucking gruselig ist. Also ich weiß nicht, ob du da hinspielen willst, sonst schicke ich dir einfach nachher ein Video. Keine Ahnung. Das gucke ich mir, glaube ich, dann aber so an. Ja, Leute, ich weiß, wie wir den Stream beenden. Das Letzte, was man sehen soll, ist Flowey. Wie er sagt, dass wir ein Idiot sind. Perfekt. Das ist perfekt. Das ist der beste Endscreen. Okay. Leute. Dann bedanke ich mich, dass ihr jetzt hier 7 Stunden, 21 Minuten und 21, 22, 23 Sekunden am Start wart, wie wir den zweiten Run durchziehen. Überlegt mal, die eigentliche Spielzeit war, weiß nicht, 200 Minuten oder so? Viel durch Pausen und so weiter draufgegangen ist und alles. Holy shit. Ich bedanke mich vielmals für Zusehen. Es war echt ein großartiges Erlebnis, eine echt schöne Erfahrung. Ich bin froh, dass ich die gemeinsam mit euch machen konnte. Ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, ob ich Undertale wirklich streamen soll, weil ich wurde mehrfach gewarnt von meinem gesamten Team und auch von euch. Sui, überleg dir das gut, ob du das streamen willst, aus offensichtlichen Gründen, weil Spoiler und alles mögliche, ne? Aber großes Lob meinerseits an euch. Ich habe zwar wie gesagt nicht so krass auf den Chat geguckt mit Absicht, aber immer wenn ich geguckt, also ich wurde in beiden Streams kein einziges Mal durch irgendwas gespoilert. Ich meine, klar, die Mods waren auch immer schnell halt irgendwelche Sachen, die vorweggenommen wurden, irgendwie rauszustreichen, aber trotzdem, es war richtig, richtig gutes Chat-Klima. Deswegen ein großes Lob an euch. Hier ein Klapper für euch selber, bitte. Moment. Ja, ich muss auch von Mod-Perspektive sagen, großes Lob, lieber Chat. Es ging für Undertale-Verhältnisse absolut klar. Also, da kann man nur sagen, auch Chapeau an euch. Das lief sehr gut. Ich so als Mod-Vertretung hier bin sehr proud. Ja. Macht ihr gut. Wir haben euch gut erzogen. Eine schöne Community hier, Leute. Dass es so gut funktioniert bei so einem spoiler-anfälligen Spiel. Deswegen top dafür. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt nochmal 3 Minütchen Werbung schalten, denke ich. Maybe, vielleicht. Ich glaube, habe ich mir jetzt. Ja, doch, denke ich schon. Gönne ich mir jetzt mal so nach Sieg über Sense. Ich bedanke mich auch an der Stelle, dass ich hier so am Start und sein konnte und dich begleiten konnte. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war echt groß. Es war so cool. Ja. Ach, schön. Da werde ich noch lange von reden. Okay, Leute. Ich wünsche euch was. Gute Nacht, einen schönen Restabend noch und
Ja, einen angenehmen Sonntagmorgen, ne? Bis dahin und ach ja, natürlich, klinge ich entsprechend aus. Bis dahin.